da fällt mir ein. Na? Oh, es gibt hier keinen. Hier auf YouTube keine Spenden oder sowas. Und Spendenziel. Wie? Was? Wo? Ja, auf Twitch und sowas. Red gar nicht weiter. Damit wollen wir nicht anfangen. Als Spendenziel führst du deine Stange vor. Oh, das ist eine gute Idee. Welche meinst du? Also welche von denen? Die nicht Marc gehört. Der war gut. Ja, ich hab mich öfter mal in meinem Elternhaus ausgezogen. Zum Baden, zum Duschen. Einfach mal so aus Lust und Laune. Oh Mann. So, wie viele Münzen haben wir denn schon? Wir haben auf jeden Fall schon 59. Hui! Okay, ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, auch lieber Herr H.M. Ich wohne jetzt in Berlin direkt mittendrin. Tatsächlich so. Das ist nicht nur Berlin-Mitte, das ist Mitte von Mitte. Und. Oh. Jetzt wird's pervers. Nee, und ich wohne jetzt in einer WG. Moment mal, wie soll ich denn an diese rote Münze da kommen, an die ich da gar nicht rankommen würde? Weißt du, wie ich das meine? Ja, sicher. Die. Guckst du auch auf den richtigen Stream, wenn du rechtzeitig... Ich guck auf den richtigen, ja. Gut. Bin schon... Alles schon... Ich habe nämlich die Vermutung jetzt, dass, Moment. Ja. Ich werde nämlich das nicht so schaffen, oder? Oh, warte mal! Cool! Vielleicht ja doch, wenn ich jetzt mal richtig rum landen würde. In einer WG mit Marc, das wäre schön. Nein, ich wohne leider noch nicht in einer WG mit Marc. Noch nicht. Das wäre natürlich, das wäre das Nonplusultra. Also für den YouTube-Kanal wäre es nur förderlich. Für den YouTube-Kanal wäre es förderlich, ja. Und ja, ich hab's geschafft. Ich fass es nicht. Außerdem, was ich meinte, was hier so gemein ist, für die, die das ja nicht lesen können. Upsa. Für jeden Euro, der mir gespendet wird, soll ich ein Kleidungsstück ausziehen. Ich wollte schon sagen. Warum wollt ihr, dass ich mich nackig mache? Warum wollt ihr Erotikbilder von mir und Marc? Ihr perversen... Leute. Ich wollte schon sagen, deine Zuschauer sind heute irgendwie... Das ist nicht nur heute so. Aber ehrlich gesagt, wer hat sie denn dazu erzogen? Also... Ich will da hoch. Ah. Ha, Nummer 5 haben wir jetzt schon. Von den Münzen, von den roten. Aber das ist noch nicht alles. Oh. So, jetzt haben wir schon Nummer 6. Fanfiction incoming. Das klingt wie ein Porno. Aua, aua, aua. Moment, mir fehlt nur noch eine einzige Münze. Wo ist die? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo willst du hin? Denn die Münzen sind nicht drin. In dem Sparschwein. Hauptberuflich YouTube, ne? Das wäre schön, glaube ich. Hauptberuflich YouTube? Ach du Schande. Ausbildung abgeschlossen. Studium vielleicht noch irgendwann geplant. Moment, war da nicht... War da nicht sogar eine rote Münze auf dem Weg hier? Das Problem ist, nee. Ich habe das Spiel noch nie auf dem DS gespielt und die 64-Version ist schon einige Jahre her. Und die 64-Version, wie ich festgestellt habe, ist sogar ganz anders. Ja. Ah ja, genau, für die letzte Münze brauche ich natürlich wieder Wario. Das wäre natürlich wirklich das Schlimmste. Das ist der Wario. Mach den Wario! Was ist dein Lieblings-Zelda? Mein Lieblings-Zelda, also ehrlich gesagt, mein Lieblings-Zelda ist, und so schlimm das klingen wird für die richtigen Zelda-Fans, A Link Between Worlds. Und jetzt der Grund dafür, es ist das einzige Zelda, das ich jemals in meinem Leben durchgespielt habe. Hier war irgendwo noch so eine Münze drunter, da.
Meine! Obwohl, hab ich sonst noch mal irgendein Zelda richtig durchgespielt? Oh nein, 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 stimmt, das erste Zelda, was ich durchgespielt habe. Oh, dann würde ich noch mal revidieren. Den Wario machen heißt fett sein und faul. Oh nein, 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 jetzt bin ich ja wieder raus aus dem Level. Ich wollte doch noch 100 Münzen. Okay, nee, aber ich habe auch mal Oracle of... Oh Gott, war Seasons oder Ages? Das habe ich schon viel früher durchgespielt. Hatte ich voll vergessen. Ausbildung zu was? Dazu habe ich mal einen Hinweis gegeben in einem Layton versus Ace Attorney Part. Und den habe ich noch nicht gelöst übrigens. Also ich habe die beiden Zahlen mal einfach eingegeben in Google und tatsächlich das erste, was bei rauskommt, ist schon mal die richtige Richtung. Man muss eventuell dann noch ein bisschen weiter. Also meine Vermutung wäre irgendwie welche Zollmaßegrößen, aber. Zollmaßegrößen? Nee, 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 nee. Kann mich auch wieder auf der falschen Fährte. Okay. Spiele ich mit Controller? Nein, ich spiele mit Tastatur. Nein, ja, ja, ich spiele mit einem Controller. Aua! Böses Vieh. So. Ich muss nochmal Münzen sammeln hier. Oh Gott. Nein, ich spiele leider nicht mit einem DS. Oder ich spiele glücklicherweise nicht mit einem DS, sonst würde das Spiel verpixelter aussehen. So, hier mal weiter. Nein, ich spiele das Ganze mit einem Gamepad, mit einem PlayStation Gamepad auf einem Emulator am PC. Und dieser Emulator ist voll toll, weil er kann das Spiel hübscher darstellen als jeder DS. Beziehungsweise mit einer höheren Auflösung. Ne, hier war ich. Ich will Münzen. Wo kriege ich noch Münzen her? Von Gegnern. Wie zum Beispiel dem da unten. Okay, und um den laufen wir jetzt wieder schön rum. So, 10 Münzen mehr wieder. Das Spiel ist viel klarer. Ja, ja. Naja, man merkt das vielleicht schon ein wenig an den 3D-Modellen. Also wenn man hier sowas wie so eine Sprites hat, die sind immer noch verpixelt. Also man sieht den Unterschied gerade da, wo sich 2D-Elemente von 3D-Elementen abheben. Ja, du musst ja alle... Nein, nein, nur von den... relativ neuesten Parts von Layton vs. Ace Attorney das. Also das ist mal in einem Intro gesagt worden auch. Weil da haben wir gerade einen Spielstand geladen und da ist mir das aufgefallen. Unangenehm. So, wo war hier noch ein... Ah, da sind 2 Buhus und die geben auch wieder 10 Münzen zusammen. Kannst du die Sounds aus Ace Attorney verwenden? Ach stimmt, na. Wenn ich Münzen will, dann muss ich zu Aldi gehen. Was? Was ist mit den Sounds? Ob du die auch im Stream verwenden kannst. Ich könnte, aber ganz ehrlich, bei so einem Spiel wie diesem hier würde ich es gar nicht erst versuchen. Ich würde das eher bei einem RPG dann machen. Wo ich, sage ich mal, weniger mich auf viele Knöpfe gleichzeitig konzentrieren muss. Mein absolutes Lieblingsspiel. Diese Frage hatten wir gestern schon mal. Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann ein paar Sachen erzählen von, also ein paar Geschichten von Spielen, die ich sehr gesuchtet habe. Aber so richtig, welches jetzt mein Lieblingsspiel ist, das kann ich dadurch immer noch nicht, weiß ich nicht. Also, ich hatte mal eine Phase. World of Warcraft. Und, ja, 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 ich weiß, du kennst dich da auch aus. Außerdem hatte ich mal eine Phase mit Guitar Hero. Oh weia. Oh weia, jetzt will jemand wirklich unbedingt rausfinden, was ich gelernt habe. Ach so, ja, falls dieserjenige jetzt aus dem Chat raus ist, kann ich's ja auch sagen. Nein. Also, na sagen wir einfach mal so, es ist, ich sag zumindest die Richtung, es ist was in Richtung, Wirtschaft und Verwaltung. Klingt angenehm. Ja, Büro halt, ne?
Also im Grunde könnte ich, weiß ich nicht. Ich könnte mich schon irgendwie managen, wenn ich selbstständig werden wollen würde. Ja. Verdammte Pubertät, das ist auch gut. Das ist auch so eine Phase, stimmt. Pubertät habe ich nie gespielt. Wie ist das? Gibt eine LP zu? Oder ein Guide? Genau. Und hepp. So, jetzt gehe ich hier nochmal hin. Hier gibt es bestimmt auch nochmal viel zu holen. An Münzen. Durch die ganzen Mini-Boos. Boing. Das läuft doch. Aua! Okay, wenn ich die beiden hab, dann brauche ich nur noch 12 Münzen. Okay, den will ich nicht. Und tschüss. Ja, es soll... Also, es gibt ganz viele Walkthroughs davon und ich glaube, es gibt auch so ein Guide zu dem Spiel Pubertät. Hat ganz schlechte Reviews, ja, ist auch schön. Nein, es gibt auch einen Guide dazu, nennt sich Bravo. Ach, ich kann ja hier als Mario weitermachen. Dann kann ich ja theoretisch auch zu Boo auf den Balkon hoch. Stimmt. Von dem bekannten Streamer Dr. Sommer. Dr. Sommer, ja. Irgendein Zelda oder Pokémon MMO. Mit den Zuschauern. Hm, das ist eine Idee. Rhythm Tengoku für ein GBA Let's Play. Oh, warum immer die gleichen Fragen wie gestern? Nein, ich hab's schon mal gestern gesagt, es ist auf dem Emulator so ein bisschen asynchron. Deswegen, also wenn es gehen sollte, würde ich auch Rhythm Tengoku auf dem GBA Let's Playen und auch den DS-Teil, kein Problem. Dann eventuell sogar mit 3DS und Capture Card. Stimmt, da geht das wieder. Hm, es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, den GBA-Titel auf dem 3DS zu spielen und dann mit der Capture Card das müsste man sich mal überlegen. Aber erstmal brauche ich noch 12 Münzen. Damit ich mir das Spiel leisten kann. Nein. Also was das angeht, sollte es weniger die Probleme geben. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt so hier auf, was weiß ich, auf Amazon oder sowas auch bekommt, weil es ist nur in der japanischen Fassung. Erhältlich. Weil es gibt einfach keine andere Fassung. So. Das hätten wir. Und. Ah, ich hasse das, dass ich hier keinen Analogstick habe. Acht Schetück noch. Acht Schetück? Ja, stimmt. Acht Schetücke noch. Von denen. So, was kriege ich eigentlich jetzt, wenn ich... Ja. Genau, wenn ich Mario bin, dann macht das so. Wenn ich Yoshi bin, dann kann er Feuer spucken. Wenn ich Luigi bin, dann kann er durch Wände gehen. Jetzt habe ich endlich mal das Ganze ein bisschen verstanden. Das. So. Ist da oben noch irgendwas, wo ich Münzen herbekomme? Ja, hey! So. Ja, so geht's nicht. Okay, jetzt nochmal den Wandsprung, dann kommen wir zumindest erstmal eins hoch. Und ich hoffe, da sind noch irgendwo 8 Münzen. Nanü? Ah! Okay, hier sind definitiv 8 Münzen. Tada! Tada! Oh, die Musik geht weiter. Hier sind noch mehr. Jetzt nicht mehr. Und wir haben auch den 100-Münzen-Stern in diesem Level. Das ist doch mal schön. Jetzt reden die hier über Ozu. Gut, damit kann ich leider nicht so viel anfangen. Ich weiß, es ist ein Musikspiel. Das ist Audio-Surf, aber auch zum Beispiel. Was gibt es denn sonst noch für Musikspiele? Rhythmusspiele vor allem. Ozu ist ja ein Rhythmusspiel. Audio Surf ist ja dann wieder was anderes ein bisschen. So, hier kommen gerade Geister raus. Ja, die bringen auch noch Münzen. Nur für den Fall, dass jemand das unbedingt wissen will. Soweit ich weiß, wird für Ozu werden dafür die selber gemacht von Leuten.
Ja. Und bei Audiosurf wird es ja selbst generiert. Richtig. Es gibt auch von einem Video namens Rhythm Heaven Megamix oder wie das da heißt. Ach nee, nicht Megamix, Gigamix ist das. Das ist ein einziges Video, das geht fast eine halbe Stunde mit jedem Rhythm Heaven Minispiel. Das ist voll toll. Ja, und das gibt's halt auch für Osu. Ja, Stepmania ist auch eins. Geht auch unter Rhythm-Spiele, Rhythmus-Spiele, weil man muss ja im Rhythmus die richtigen Tasten drücken.